Schon haben wir umgesattelt, schon sind wir hier bei der Bremer Landesbank und ich darf mich freuen, auch heute wieder, ich sage jetzt mal, einen wirklichen Fahrsport-Fan an meiner Seite begrüßen zu dürfen, einer ihrer hochkarätigen Gastgeber der Bremer Landesbank, nämlich Herrn Engelken. Und ich glaube, Sie dürfen auch nochmal Dankeschön sagen für einen bisher wirklich gelungenen Tag, glaube ich, hier in Rastede. Oder nicht, meine Damen und Herren? Gefällt es Ihnen hier? Macht es Ihnen Spaß und was da drüben im Zelt, überall? Herr Engelken, ich habe vorhin gesehen, Sie sind die Ehrenrunde mitgefahren als professioneller Groom. Sie haben sich da so richtig mit allen Drive reingelegt, haben das Gewicht ausgeglichen. Ich glaube, das ist so noch so der jugendliche Heißsporn, der ist noch in einem drin, denn damals sind Sie ja selbst auch Fahrsport aktiv gewesen. Ja, man vergisst das nie, was man als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Und im Grunde ist es so, dass das wieder lebendig wird, wenn man auf dem Bock sitzt. Warum haben Sie genau gesagt, wir können ja alles Mögliche hier sponsern bei den Oldenburger Landesturnier, aber wir möchten unbedingt gerne den Fahrsport unterstützen? Es ist etwas, was unsere Vorgänger vor vielen Jahren angefangen haben und wir haben gesehen, dass das etwas ist, was so ein bisschen im Schatten stand und dass wir das genau unterstützen wollten, weil wir wollten, dass mit Kontinuität und Professionalität eine Entwicklung möglich wird, die bis auch in die Bundesspitze gehen kann. Sie sind auf Zweisport, also Zweispänner oder Vierspänner, immer aktiv hier in der Unterstützung. Und jetzt haben wir in diesem Jahr ein so entscheidendes Turnier mit den Vierspännern beispielsweise ja auch, dass Sie ja auch interessiert beobachten, Sichtung Weltmeisterschaft. Wie bewerten Sie das insgesamt auch für die Befruchtung für den Fahrsport hier in Rastede? Es ist so, dass natürlich so etwas viele Anreize bietet, dass das den Jüngeren und auch denen, die in die Spitze wollen, Motivation gibt, sich noch mehr anzustrengen, um in die Spitze zu kommen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe schon angekündigt, er hat sich jetzt Zeit genommen, der Mann mit der roten Kappe, er kommt zu uns, er ist, ich glaube, seit, er sagt es mir genau nochmal, über 20 Jahren, der verantwortliche Bundestrainer des Fahrsports, Ewald Meyer. Herzlich willkommen, das ist Ihr Applaus, Herr Meyer, kommen Sie hoch zu uns. Danke. Herr Meyer. Eine Sichtung, wann war die geplant? Dass man hier im Hinblick auf Riesenbeck, Viererzug-WM in diesem Jahr, in 4 Wochen geht's los, dass man hier sagt, in Rastede machen wir unsere letzte Sichtung. Geplant wurde das im Februar vor einem Jahr in Läden hier im Emsland. Da ist der Veranstalter auf uns zugekommen, Vorstand und Zweiter waren damals da und wir hätten gerne Sichtung. Und ich war vor 5 Jahren einmal da. Und habe mal, wo die Vierspänner hier normal ihre Meisterschaften hatten, zugesehen, habe ich gesagt, wir müssen aber einiges ändern. Wir müssen aufs Niveau kommen von den Hindernissen in Richtung WM. Auch der Dressurplatz muss dementsprechend sein, der passende Parcourschef dazu und die Richtergruppe. Und wie ist das Fazit? War alles ein rundherum sorglos Paket? Ein sorglos Paket war es, top, trotz des widrigen Wetters. Wir können uns wirklich nicht beklagen. Wir haben Top-Hindernisse, schön gestaltet, mit vielen Wegemöglichkeiten. Es ist wichtig, dass es keinen Einheitsweg gibt für die Fahrer, sondern dass der Schwächere auch durchkommt und der Gute natürlich dementsprechend besser sein kann. Und wir werden morgen bestimmt einen tollen Parcours zum Abschluss im Hindernisfahren kriegen. Das Ganze hier direkt auf dem Sprintparcours. Aber morgen ist auch noch eine gewisse Deadline, denn morgen müssen Sie entscheiden, was sind meine 9 Kutschen, wer sind Sie, denn 9 dürfen Sie nominieren für die Weltmeisterschaft. Hat sich hier heute vielleicht schon eine Vorentscheidung ergeben? Gibt es Gewinner oder auch Verlierer auf dem Bock? Es gibt Verlierer und es gibt Gewinner natürlich. Es sind 2 Gespanne, wo Probleme hatten, wo ausspannen mussten heute, die so ein bisschen auf der Kippe standen, die jetzt heute, sagen wir mal, nicht gerade sich von der besten Seite gezeigt haben. Quasi am Hindernis hängen geblieben sind. Hängen geblieben, vielleicht durch Nervosität, Unachtsamkeit. Sie wussten alle, es geht um was. Der 5. bis 9. Platz, die waren noch stärker umkämpft wie die vorderen Plätze. Und da hat halt auch eine Mannschaft zu viel riskiert. Und das muss man halt sehen, an der WM, da muss ich halt auch die Nerven behalten. Bis zum letzten Hindernis, bis zum letzten Tor und kann nicht einfach so mit Hauruck-System probieren, mit aller Gewalt durchzukommen. Wir haben hier so einen Leitwolf. Früher war es Michael Freund, das ist die Fahrsportlegende. Aber wir haben einen Christoph Sandmann aus Leden eben schon angesprochen. Und er ist so der Leitwolf, Georg von Steindeck. Ich dürfte einer der Teammitglieder sein. 3 Gespanne bilden ja eine Mannschaft. Und dann werden noch 6 Einzelgespanne unterwegs sein. Zum letzten Mal waren wir Weltmeister in Aachen. 2006 haben wir noch richtig gefeiert. Wie sind denn die Chancen dieses Jahr? Wir haben ja wieder ein Heimspiel in Riesenbeck. Ja, wir hatten gerade vor 2 Wochen Aachen hinter uns gebracht. Wir waren 2. im Nationenpreis. Ich war zufrieden, auch mit den Einzelleistungen, mit dem neuen Fahrer, wo auch das erste Mal in Aachen dabei war, der Daniel Schneiders.
kommt ja auch aus dem Emsland hier oben. Und wir werden jetzt uns Gedanken machen, wie die Mannschaft zusammengestellt wird. Wir haben noch Zeit bis morgen Mittag, aber auch dann endgültig am Mittwoch ist dann die Tore zu mit dem Nennen. Und da müssen wir jetzt doch noch schauen. Und der Mannschaftstierarzt hat natürlich auch ein gewaltiges Wort mitzureden. Wie sind die Pferde heute nach dem Marathon? Wie sehen sie aus? Wie ist morgen die Verfassung, wenn wir sie vortraben? Ist alles gesund? Das hängt jetzt alles davon ab. Herr Engelken, ich glaube, wir beiden sind ziemlich ahnungslos, was den Aufwand anbetrifft, der dahinter steckt. Wir geben jetzt beide mal einen Tipp ab. Wie viele Stunden wird am Tag trainiert? Ich sage jetzt mal im Schnitt 4 Stunden vielleicht. Und was glauben Sie? Nach meinem Gefühl sind es eher mehr. Ich würde 6 Stunden sagen. So, und Herr Bundestrainer, wie viel Stunden verbringe ich wirklich im Training? Ja, die Spitzenfahrer, die müssen wirklich, wie Sie gesagt haben gerade eben, sie sind ja nicht nur diese 4 Pferde, die sie haben. Sie haben ein 5. Pferd auf jeden Fall dabei. Und die meisten haben noch 2 Pferde mindestens im Hintergrund, wenn nicht sogar noch mal 4 komplette. So, und die müssen natürlich alle gearbeitet werden, zum Teil auch übernehmen die Pfleger einen Teil der Arbeit, aber es ist so. Also die werden auch geritten, nicht nur gefahren. Wenn es geht, ist es toll, wenn man reiten kann, die Pferde, oder mit Doppellongschenarbeit, viel Einspännerarbeit, steckt auch im Vierspänner drin, das glaubt man gar nicht, weil man die Pferde halt einzeln doch speziell nach ihren Befinden arbeiten kann, besser wie wenn man alle 4 zusammen hat. Also Sie haben ja Erfahrung, Herr Engelken. Das dauert ja nicht nur mal eben ein paar Wochen, bis man so eingefahren ist mit einem Pferd oder mit einem Gespann. Wie viel Geduld muss man vielleicht auch haben und muss man manchmal auch seine Enttäuschung sich einfach ergeben und sagen, ein Gespann passt dann nicht? Also Geduld ist, glaube ich, das Wichtigste, was man haben muss. Und es sind ja Tiere, sind ja Individuen. Und deswegen muss man immer wieder neu versuchen, die Zusammenstellung zu schaffen. Und wenn man feststellt, dass es nicht geht, muss man neu anfangen. Und wie oft passiert das, dass man wirklich sagt, wir sind schon so weit gekommen, aber so der letzte Kick, der fehlt und das macht uns einfach nicht championatswürdig. Ja, das ist so. Man hofft dann, man kriegt so ein Pferd hin, aber wenn einer nicht funktioniert im Gespann, dann muss man einen anderen probieren und dem vielleicht eine Chance geben, dass man ihn mal wieder ein bisschen zurückstellt, vielleicht einmal nur 2-spännig fährt und dann kriegt er wieder Mut. Aber man muss damit rechnen, dass immer wieder mal sowas passiert, dass ein Pferd auch nervlich nicht mitmacht, dass er zum Beispiel in der Schrittstrecke zackelt, da geht kein Schritt, da geht halb Trab und dann kriegt man Strafpunkte, so wie es heute auch passiert ist bei einigen Fahrern, was auch gut ist, was gut überwacht wird. Und es muss halt in allen Disziplinen gleichmäßig gehen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie unschwer sicherlich erkennen und erahnen können, wenn man über 4, 5, 6 Pferde spricht, man hat 2 Kutschen dabei beim Wettkampf, man hat also ein enormes Equipment, das alles kostet viel, viel Geld, das Personal dazu. Es ist doch im Grunde genommen ein Hobby, was ich gar nicht refinanzieren kann, oder? Nein, da haben Sie vollkommen recht. So, und jetzt abschließend, neben den Olympischen Spielen, die jetzt erstmal die anderen 3 Disziplinen haben, leider ist Fahrsport nie olympisch gewesen und wird es auch nicht. Aber da holen wir unter Umständen ein paar Goldmedaillen. Wir können hier in Einzel- und Mannschaftswettbewerb, aber auch auf dem Treppchen uns durchaus wiederfinden in Riesenbeck. Ich glaube auch. Und Sie kommen hin, Herr Engelken. Sie werden sich das nicht entgehen lassen, oder? Wenn mein Terminkalender das erlaubt, dann komme ich hin. Also da setzen Sie, glaube ich, die richtigen Prioritäten. Und in Rastede, können wir in der Zukunft auch auf Spitzensport der Viererzüge hoffen oder wird jetzt wieder alles abgebaut, weil jetzt ist ja alles vorbei? Nein, ich glaube nicht. Alle Hindernisse dürfen nicht stehen bleiben. Das ist wegen dem Park hier so, aber das ist in anderen Teilen auch manchmal so. Und die nimmt man weg und kann sie nächstes Jahr wieder hinstellen. So, warum sollten wir auch nicht weitermachen? Denn die Bremer Landesbank macht ja auch weiter. Herr Engelken, wir sehen uns dann nächstes Jahr spätestens wieder, vielleicht mit dem Bundestrainer. Meine Damen und Herren, ich finde toll, dass wir einen entspannten Bundestrainer Ihnen mal vorstellen konnten. Und es wäre noch schöner, wenn wir ihn mit Medaillenerfolgen im nächsten Jahr dann hier wiedersehen und sagen, guck mal, da haben wir alle schon mal drüber gesprochen und jetzt haben wir sie mitgebracht. Herzlichen Dank einmal an das Haus, an Sie, Herr Engelken, und alles Gute für Deutschland auf dem Bock.